Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Control. So, auf in die Forschungsabteilung. Ah, wir haben ja noch Fähigkeiten. Natürlich, das dürfen wir nicht vergessen. So, mehr Schaden durch Schleudern bin ich auf jeden Fall voll bei. Da können wir auch auf volle gehen. Denn das finde ich halt schon sehr wichtig. So, was haben wir hier? Greife und schleuder bis zu 3 Objekte. Deiner Energie regeneriert sich jetzt, wenn du Objekte mit der Schleudernfähigkeit hältst. Okay. Wäre gar nicht so verkehrt. Brauchen wir aber 8. Bräuchten wir 8. Mehr Leben wäre auch noch was Wichtiges eigentlich. Stärkere Schild, ja. Wenn Schild aktiv ist, dass die Energie sich auflädt, ist natürlich auch gut. Aber mehr Leben ist eigentlich auch wichtig. Aber mehr Leben können wir auch durch. Ich würde sparen. Ich würde mit euch gemeinsam sparen. Wir gehen jetzt in die Richtung der Forschung. Schnellreise. Wo sollten wir hin? Underhills Labor. Und wo ist bitte das Labor von ihr? Ich glaube, das habe ich noch gar nicht gefunden. Vom Gefühl her. Forschungsbereich und Underhills Labor. Da müssen wir jetzt mal suchen. Unter der zentralen Forschung. Lass uns mal runterfahren. Hier fehlt Fahrstuhlmusik. Unter der zentralen Forschung. Ich glaube, ich weiß jetzt wo. Ich glaube es aber nur. Bitte sehr, greifen Sie mich doch nicht an. Ist nicht gerade gut für euch, wenn man mich angreift. Wie ich gesagt habe, ich weiß wo. Und bin da komplett falsch gelaufen. Ich kann nur nicht aufhören zu kontrollieren und zu gucken. Was da?
Filzschuh. Interessant. Eine Fallakte. Wir müssen die lesen. Ungelesen, bitte. Dr. Yoshimi Tokui. Ein in Tokio wohnender Japaner hat eine Reihe von Audioaufnahmen mit gefilmten Bildererlebnissen produziert, die weltweit große Beachtung fanden, da er so ungewöhnlich schnell bekannt wurde und Berichte lebhafter die Verwendung seiner Aufnahmen begleiten, wurde der Untersuchungssektor damit betraut. Dr. Tokuis Laufbahn unter die Lupe zu nehmen. Wir haben in seiner Vergangenheit keinen Zwischenfall mit einem gewandelten Ereignis noch irgendwelche Beweise für eine Beteiligung einer gewandelten Organisation gefunden. Allerdings berichteten Agenten, die bei einer Autogrammstunde anwesend waren, von, als sie Dr. Tokui sprechen hörten. Wir empfehlen dem Forschungsteam, eine Audioaufzeichnung von Dr. Tokuis Stimme zu beschaffen und sämtliche relevanten Analysen durchzuführen. Entsprechend der Ergebnisse legt der Untersuchungssektor die nächsten Schritte hinsichtlich Dr. Tokui fest und bestimmt seine Eignung für das Primärkandidatenprogramm. Vollständiger Bericht in Akte 742633. Fallakten. Wasserspenderprozedere. Sollte die Form des Objekts anders sein, als sie zuvor beobachtet, bitte eine Beschreibung der neuen Form verfassen. Die wahre Form und Erscheinung des Objekts ist unbekannt. Die folgenden Formen sind bisher festgehalten worden. Schlüsselring, Brotdose, Schraubenschlüssel, Mikroskop, Tacker, Brille, Poströhre, Löffel. Das Objekt kann die psychische Form von Gegenständen in unmittelbarer Nähe abnehmen. Das Objekt kann sich in eingeschränkter Form bewegen und positioniert sich neu, wenn es die Form ändert. Dies tritt nur ein, wenn es unbeobachtet ist, sowohl psychisch als auch digital. Deshalb konnte der Wechsel zwischen den Formen auch noch nicht beobachtet werden. Durch Rezitieren der Formeln I14 oder I32 kann das Objekt erkannt werden, da es zu zitieren beginnt. Herkunft. Das Objekt wurde ursprünglich in der Behörde selbst entdeckt. Es ist jedoch unbekannt, ob ein Agent hereingebrachte, absichtlich oder nicht, oder es von vor Ankunft der Behörde im Ältestenhaus bereits her war. Das ist die Frage. Vielleicht war es mein Tacker, man hat ihn gekauft und zack, jetzt ist er hier. Hier ist Darling. Einige von Ihnen fragen sich, warum ich diese Tanks zur Reizabschirmung aufstellen ließ. Ich dachte, ich sorge für ein wenig Klarheit in der Angelegenheit. Einige von Ihnen haben bestimmt vor einen Dr. Yoshimi Tokui gehört, dem Mann hinter dem immensen populären geführten Bilderlebnis. Bändern offenbaren gehen seine Bänder über die üblichen meditativen Qualitäten solcher Sachen hinaus. Sie erzeugen echte Halluzinationen. Vision bei einigen Zuhörern, so heißt es zumindest in den Berichten. Wir haben diese Tanks beschafft, um Dr. Tokuis Bänder persönlich zu testen. Darüber hinaus kann es auch irgendwann zu stressreduzierenden Anwendungen für die Mitarbeiter kommen. Ich denke, Sie alle können von ein wenig Zeit in einem dunklen, eingeschlossenen Raum profitieren. Denken Sie nicht? Wenn Sie noch mehr Fragen haben, dann besuchen Sie mich gerne in meinem Büro. Sie wissen ja, wo es ist. Alles klar. Ich nicht. So, wir wollen... Da ist was. Aufnahmestuhlprozedere. Bitte stellen Sie vor Verwendung der Aufnahmegeräte sicher, dass die folgenden Sicherheitsmaßnahmen eingehalten werden. Stellen Sie sicher, dass der Freiwillige sicher am Stuhl befestigt sitzt. Prüfen Sie, dass die Kapuze über den Kopf des Freiwilligen gezogen ist. Dadurch wird verhindert, dass der Freiwillige während der Aufnahmeprozesses optische Reize aufnimmt, wodurch die Qualität des aufgezeichneten Materials gemindert werden könnte. Es verhindert auch, dass die Aufnahmetechniker das Gesicht des Freiwilligen sehen.
der während der Aufzeichnung Muskelkrämpfe erleidet, die einige als verstörend empfinden. Prüfen Sie, ob es Freiwillige bequem hat. Schalten Sie den Aufnahmeapparat ein. Überprüfen Sie nach Schluss der Aufnahme die kognitive Fähigkeit der Freiwilligen mithilfe des bereitgestellten Fragebogens. Erinnerung: Seien Sie nicht alarmiert, wenn die Länge der Aufnahmen der Zeitraum der Bewusstlosigkeit des Freiwilligen übersteigt. Astrale Ausdehnung ist ein bekanntes Problem. Sollten während des Prozederes Probleme auftreten, dann kontaktieren Sie Ihren Vorgesetzten. Also wenn er länger bewusstlos ist, kein Problem. Das kann passieren, sind Auswirkungen. So. Möchte in dieser Richtung... Warte mal, wir können ja auch in die zentrale Forschung reisen, oder? Da. Schließlich ist es ja unter der zentralen Forschung. Und da kommen wir ja eigentlich über die zentrale Forschung hin, oder? Würde ich behaupten. Das ist falsch. Waren sicherlich da schon mal unten. Gehe ich von aus. Ist er jetzt, wo ich denke, wo es ist? Die Grube. Hallo alle zusammen. Seien Sie vorsichtig, Ma'am. Der Bereich ist unter Quarantäne. Ich würde da nicht reingehen. Hallo? Mit Underhill zu sprechen. Haben Sie sich verlaufen? Selbst dann würde ich da nicht reingehen. Hallo? Nein, habe ich mich nicht. So, erstmal gucken, was wir hier drinnen lesen können. Dr. Darlings frisch verfasste Abhandlung mit dem Titel enthält ein paar eklatante Auslassungen, die ich beleuchten möchte. Zunächst mal in diese gesamte Prämisse der Abhandlung, dass der Steinbruchgrenzbereich ein Vorteil für die Behörde ist, während der Fungus aktiv feindlich gesinnt ist. So eigenen Worten, wir können den Wert dieser Dimension und ihrer Lebensform nicht mit Definition der Behörde bestimmen. Und zweitens ist der Fungus viel nützlicher als irgendeine Art von Stein, falls die den Fungus erzeugen, in ihren Zweck neu konfiguriert werden würden. Könnten die von ihnen gebildeten Strukturen den größten Wolkenkratzer Konkurrenz machen? Die Resistenz des Fungus gegen eine Reihe von Krankheitserstämmen, die wir einzuführen versuchten, könnte in abgeleitet werden. Ja, diese Anwendung ist zugegebenermaßen schwieriger, als einen Stein aufzuheben und ihn an der Wand zu kleben. Aber ich frage mich, wann die Behörde ihr Verlangen nach einer Herausforderung verloren hat. Vollständiger Bericht in Akte 2, 35, 18, 63. Da will ich noch nicht durch. Noch was. Underhill Nachfrage. Loria, wie ist die Lage da unten? Hast du Spaß mit den Fungus? Gewöhnst du dich langsam wieder an das gute alte FBC-Leben? Ich wollte dich auch fragen, wie das Kaffeetrinken mit Emily verlief. Ihr Stern ist im Aufstieg. Sie ist unglaublich gescheit und extrem intuitiv. Aber ich wollte deine Meinung über sie hören. Ich glaube, ihre zwei können sehr gut gemeinsam an einem Projekt arbeiten. Könntet voneinander lernen. Lasst uns zu uns treffen und bald darüber sprechen. Wie dem auch sei, entschuldige die Unterbrechung. Ich bin sicher, dass du im Moment an nichts anderes als Fungus denken kannst. Du warst schon immer eine sehr fokussierte Frau. Ich habe das immer an dir bewundert. Wir sprechen bald. Casper. Das hört sich ja so, als ob sie hier Casper gerne mal so, ne? Treffen würde. Mit ihr.
Hallöchen! Kommen Sie öfter ungebeten ins Arbeitszimmer fremder Leute? Ja. Sie weiß offensichtlich nicht, mit wem sie redet. Sollten Sie nicht im Schutzraum sein? Warum? Wegen dem Zischen, von dem die Ranger reden? Haben Sie das noch immer nicht im Griff? Die Situation hier unten ist für die Behörde eine ernste Bedrohung. Sie meinen diesen Fungus? Korrekt. Vielleicht können Sie mir helfen. Ich brauche Proben verschiedener Fungusarten. Und mit dem Fungus hier ist es viel zu gefährlich, als dass ich sie selbst besorgen könnte. Wirklich? Fungusproben? Ich dachte, es sei eine echte Bedrohung. Das ist es auch. Der Fungus breitet sich aus. Wir müssen die Quelle finden, bevor er sich zu sehr ausbreitet. Und mit diesen Proben geht das? Nein. Aber mit der richtigen Kombination aus 5 bestimmten Fungustypen können Sie tiefer in die Grube eindringen. Dorthin, wo ich die ungefähre Lage der Fungusquelle ausgemacht habe. Ah. Okay. Und wie sehen diese Proben aus? Wie die auf dem Tisch dort. Ich habe eine Liste der Proben, die ich brauche. Hier. Sie finden sie im ganzen Grenzbereich. Ich sehe mich mal um. Ich bin übrigens Jessie. Schön für Sie. Mhm. Ja, hier, Pope. Haben Sie mit Emily Pope gearbeitet? Unsere Wege haben sich gekreuzt. Wir haben uns auf Darlings Initiative hin getroffen. Einen Kaffeeklatsch großer Geister nannte er es. Sie hat Talent. Ich kann mir vorstellen, dass sie es hier weit bringt. Da kommt sicher gleich ein Aber. Aber sie hat doch ein bisschen zu viel vom Feuerwasser der Behörde getrunken. Sie sollte sich trauen, alleine vorzupreschen. Wissenschaft ist Skepsis. Bevor die Wahrheit ans Licht kommt, muss man alles hinterfragen. Aber? Darling! Darling ist also Ihr Chef? Wenn Sie auf überholte Hierarchien stehen? Ja. Allerdings denke ich, dass unsere Gebiete zu verschieden sind, als dass wir uns gegenseitig managen könnten. Natürlich würde Darling am liebsten selbst eine Wunderlösung für die fungalen Frustrationen der Behörde finden. Er will immer den Helden spielen. Anderhalts Vorgeschichte. Erzählen Sie mir noch einmal, wie Sie an Ihren Job gekommen sind. Wie schon gesagt, wurde ich als Sonderberaterin eingestellt. Befristeter Vertrag, verstehen Sie? Gut, das ist nicht die ganze Wahrheit. Ich habe direkt nach der Universität eine Zeit lang hier gearbeitet. Nach einem Jahrzehnt zugegebenermaßen faszinierender Arbeit in der Grenzbereichsforschung und Regulierung wurde die Bürokratie erdrückend. Ich brauchte Veränderung. Natürlich war die akademische Welt nicht viel besser, aber... Und dann kam der Fungus. Vor circa 4 Monaten, ja. Die Behörde hatte keinen mir in der Grenzbereichsanalyse ebenbürtigen Nachfolger gefunden. Darling und ich waren die Jahre über in Kontakt geblieben, hatten uns auf Konferenzen gesehen... Er rief an und ich flog her. Ich konnte einem Mann mit einer gefährlichen außerirdischen Biosphäre noch nie was abschlagen. Ich musste meine Stelle mitten im Semester verlassen, aber so war es eben. Sie ist also Professorin. Das erklärt einiges. Ja, darum ist es ihr auch egal, wer gerade vor ihr steht. Fungus, Wirtskörper. Der Fungus scheint eigenartige Auswirkungen zu haben. In der Tat. Sogar Menschen sind nicht vor ihm gefeit. Der Fungus wächst in der Brusthöhle schnell heran und tötet den Wirt. Glücklicherweise muss man die Stiele verzehren, um sich zu infizieren. Den Fungus nicht essen. Okay. Wir haben die infizierten Körper nach der Autopsie immer verbrannt. Aber ich glaube, es könnte ein weiteres Reifestadium geben. Eine Blüte, sozusagen. Ich hätte nie gedacht, dass das Wort Blüte mal so schrecklich klingen würde. Okay, gehen wir mal wieder. Danke für die Information. Gern geschehen. Viel Spaß mit dem Pilz. So. Lass uns mal hier durchgehen. Auf Wiedersehen. Wiedergesehen. Aktiver Grenzbereich. Ich muss erst mal gucken, wo ich das finde. Das ist so süß. Was
plötzlich habe ich richtig Hunger. Ich frage mich, wie der Fungus wohl schmeckt. Süßlich. Geh von aus. So, pinker Flamingo, Zusatzbemerkung. Agenten bemerken eine Person ohne festen Wohnsitz, die für gewöhnlich außerhalb des Hauptquartiers der Behörde zu finden war, das Objekt bei sich trug und laut verkündete, dass sie für den Mangel an ungünstigem Wetter verantwortlich war. Die Häufigkeit dieser Behauptungen zog die Aufmerksamkeit von Dr. Darling persönlich auf sich. In Interviews, die als ungezwungene Gespräche getan waren, berichtete die Person, dass das Objekt mir bei Hitzewolke beschert und Sonne, wenn der Regen plärt. Ein bemerkenswertes Ereignis trug sich während schwerer Regenfälle zu, als er vagabund dabei beobachtet wurde, wie er möglicherweise ein Ritual mit dem Objekt abhielt. Siehe Akte PGO 1372 für weitere Details. Dr. Darlings berichtete von einer sekündigen Wartezeit, bis der Regen aufhörte. Der Vagabund wurde am darauffolgenden Tag in Gewahrsam genommen. Nach konnten keine festgestellt werden, sodass er freigelassen wurde. Das Objekt bleibt aufgrund des Verdachtes auf gewandelten Eigenschaften in der Behörde unter Verschluss, obwohl dieser noch nicht bestätigt wurde. Keine bekannte Abwandlung einer Identifizierungsformel hat bei dem Objekt bisher eine Reaktion ausgelöst. So, aber wir sind auf der Suche nach den Pilzen, nach dem Fungus. Nach Fungus. Mal, wir sind hier rein. Sind das Menschen? Oh mein Gott. Wir hauen rein, das tut weh. Mein Gott. Das war schon krass. Na, wir wollen wieder nach unten. Voller Energie da reinhauen. Bisschen overpowered, ich weiß. So, wir kommen ganz unten. Wir sind auf der Suche nach Pilz. Ja, ich weiß. Quarantäne hier, Quarantäne da, sage ihr Mann, ne? Bin ja erstmal wieder verwirrt. Will das nicht, bitte.
Kann man nicht alle freundlich zueinander sein? Nein. Oh, ich hätte meine Waffe ändern müssen auf die Schnellschießen, ne? Und dann hätten wir ihn down gehabt, dann hätten wir es geschafft. Einmal mit Profis, oder? Blut? Ah, okay. Wir müssen mal eben hier unsere Sachen hier mal wieder ein bisschen sauber machen. So, ich gehe mal von Stufe 1er Sachen aus, dass wir die nicht benötigen. So. Lass uns mal wieder runter. So, aber jetzt in vernünftig, bitte. Lieber Crafty, einfach mal konzentrieren dabei. Ob es irgendwann mal eine Folge gibt, wo ich nicht sterbe? Ups. Wir nehmen den ein. Nachladen. Kann ich denen auch irgendwie sagen, dass ich das gar nicht will? Gut, wie die Waffe auch sein mag. Man hat aber immer noch Probleme. Upsi. Hätte jetzt nicht gedacht, dass halt die Bällchen uns umbringen. Naja, ich sag auf jeden Fall,
War nicht so clever von mir. Ich finde es gut, dass wir einfach so hier runtergleiten können, ohne zu sterben. Seien Sie vorsichtig, Herr. Der Bereich ist unter Quarantäne. Ich würde da nicht reingehen, ohne zuerst mit anderen zu sprechen. Selbst dann würde ich da. So, aktiver Grenzbereich. Das müsste doch hier sein, oder? Einer der Pilze. Die sieht doch gut aus. Einer wächst neben der Toilette. Ist das alles hier? Mein kleiner Fungus. Du hast sie bewegt. Ich wollte nur noch mal sicher gehen, dass der tot ist. Hey, wieder eine Serie. Erfolge. Na, kommt doch Ton. Redet doch mal. Korrigiert. Raumverschiebungen passieren zufällig und ohne Warnung. Doch die hochmoderne Technologie der Behörde ermöglicht die Stabilisierung am Ältestenhaus. Sichere Mitarbeiter sind glückliche Mitarbeiter. Gewisse Rituale ermöglichen es Agenten auch, das Ältestenhaus zu navigieren. Aber Unfälle können passieren. Agenten werden gefangen in den Wänden. Wie ich höre, warst du 3 Tage lang in deiner Wandtaufe. Und du hattest nicht mal dein Buch dabei. Oder Futter. Und denk dran, Kinder, wenn der Boden sich verändert, ist es schon viel zu spät. Und immer noch die Figur ziemlich witzig. Eine von Underhills Proben. Ja, noch eine. Ich finde die Figur eigentlich recht witzig. Man muss einfach mal überlegen, das ist ein Skelett. Das ist so ein Übungsskelett. Mit einer Barbie-Puppe zusammen. Dich. Hey, ein Bereich, wo wir uns importen können. Sichern. Musik, was wir machen können. Und ausmachen können. Gut, aber ich würde sagen, das soll es dann erstmal für diese Folge gewesen sein. Ich bedanke mich einmal fürs Zuschauen und ich wünsche euch allen einen wunderschönen Resttag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.